Wir wollen Johannes heute die Chance nutzen, weil es ein interessanter Moment ist, mal genau darüber zu sprechen, über Medien, über die Rolle von Wahrheit, über Bilder wie diese hier zum Beispiel, die wir gerade sehen. Ich nehme an, in den USA habt ihr die auch längst gesehen. Es gibt Bilder vom heutigen Tage, die so aussehen, als zeigten sie die Verhaftung von Donald Trump, das Gerangel sozusagen drumherum. Hier sehen wir ihn gerade auf der Flucht. Der Punkt an der Geschichte ist, es hat diese Bilder, die wir jetzt hier gerade eingespielt sehen, es hat diese Bilder so nie gegeben. Vielleicht zunächst die Frage an Johannes, wie geht man in den USA mit solchen Bildern um? Es muss eine Debatte darüber geben, dass die Wahrhaftigkeit, die in Fotos drin ist, dass die offensichtlich in Zukunft auch nicht mehr so gilt. Das heißt, was könnten die Schlüsse daraus sein? Ja, das ist eine Debatte, die gibt es. Das ist eine Debatte, die gibt es ja schon länger. Aber eins muss man auch mal ganz klar sagen. Als ich die Fotos zum ersten Mal gesehen habe, auch dieses Foto mit dem Papst in irgendeinem Gucci-Anzug oder sowas. Ich meine, man muss doch einfach nur mal seinen normalen Menschenverstand einschalten und sich überlegen, kann das überhaupt sein? Ich sage das meinen Kindern immer, guckt euch die Bilder an und fragt euch als allererstes, kann das denn überhaupt sein? Und dann kann man schon relativ schnell erkennen, ob das irgendwie Sinn macht oder keinen Sinn macht. Es gibt im Moment keine ernsthafte, direkte Debatte darüber, was man jetzt aufgrund dieser Bilder verändern muss. Aber die Debatte selber, was Artificial Intelligence, wozu Artificial Intelligence in der Lage ist, die gibt es hier. Die wurde ja auch gerade massiv auch selbst von Elon Musk angestoßen. Mhm. Herr Knobbe, mit Blick auf solche Fotos, also wie gehen wir damit in Zukunft um? Also das ist eine ganz neue Phase auch des Journalismus, in die wir da eintreten, wenn du auch den Bildern plötzlich nicht mehr glauben kannst. Wenn du nicht mehr weißt, ob das Bild, das du da siehst, echt ist, ob das wahrhaftig ist oder ob es diese Situation möglicherweise niemals gegeben hat, auch wenn es täuschend echt aussieht. Ich finde, das Gute ist, an unseren Prinzipien müssen wir ja wenig ändern. Also Journalisten gehen ja immer mit Informationen um, müssen sie überprüfen, müssen für eine Information zwei unabhängige Quellen haben, bevor sie sie veröffentlichen können. So. Grundsätzlich muss man, glaube ich, auch an jedes neue Material so herangehen, es prüfen. Was neu dazu kommt, ist halt, dass man eine gewisse Technologie braucht. Also wir brauchen andere Experten und Expertinnen in den Redaktionen. Es müssen Bildforensiker da reinkommen, die einfach die halt wissen, wie man ein Bild genau beurteilt und untersucht forensisch. Das ist nicht mein Turf, aber es gibt sie, diese Expertinnen und Experten, auch bei uns. Wenn es wirklich sehr aufwendig ist, also ich nenne ein Beispiel, wir hatten ja vor 2019 die Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos, damals aus Österreich. Das war ja ein Video, das den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zeigte. Und da war natürlich die erste Frage bei uns, ist das Material echt? Und das war allein schon von der Datenmenge und auch von der Bedeutung her so imposant, dass wir gesagt haben, das schaffen wir nicht mit Bordmitteln, also beauftragen wir da jemanden extern. Das kostet dann auch sehr viel Geld. Ist in so einem Fall, glaube ich, dringend nötig. Und da stellt sich mir die Frage, kriegen wir das als Redaktion tatsächlich finanziell überhaupt hin? Das meine ich doch. Das doch alles so genau zu prüfen, ja, wie es nötig ist. Ich stimme Johannes Hanno zu, dass momentan ist es ja sehr einfach. Also selbst dieses berühmte Papstbild mit der Daunenjacke, da sieht man, so einfach ist das nicht. Naja, da sieht man also, aber da sieht man schon mit bloßen Augen, dass ja da irgendwie an der Kette ein Ding fehlt. Klar, der erste Effekt, der funktioniert. Er schaut so genau hin, ob da an der Kette irgendetwas fehlt. Genau, aber sagen wir mal, für uns Medien ist sowas, glaube ich, relativ leicht zu prüfen. Und es findet ja auch sehr schnell in der Öffentlichkeit sozusagen in der Experten-Community eine Prüfung statt. Und das löst sich, finde ich, noch relativ schnell auf. Aber die Frage ist, was in einem, zwei, fünf Jahren ist. Ja, das ist der Punkt. Und ob wir da tatsächlich hinterherkommen, so schnell, wie es dann auch nötig ist im Mediengeschäft, das gründlich zu prüfen. Ich will jetzt nicht wieder mit der Relotius-Geschichte anfangen, aber das waren gefakte Texte. Und jetzt sind wir bei gefakten Fotos. Die Frage ist, wo hört das irgendwann mal auf? Gefakte Interviews haben wir auch schon gesehen. Sehen wir gleich auch. Franziska Giffey ist Opfer eines solchen sogenannten Deepfakes geworden. Die Frage kurz noch vorher an Linus Neumann, wirklich IT-Spezialist.
Noch sehen wir das möglicherweise mit bloßem Auge. Wobei ich gerne zugebe, als ich das erste Mal diese Fotos der vermeintlichen Verhaftung von Trump gesehen habe, bei schnellem so einmal drüber gucken, dachte ich, wow, da ist ja richtig was los. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das nicht echt sein könnte. Das heißt, wann wird der Moment gekommen sein, in dem wir es nicht mehr sehen? Ich denke, ein wichtiger Aspekt wurde ja gerade angesprochen. Vielleicht werden wir es immer noch erkennen können oder jetzt irgendwann prüfen können, aber vielleicht nicht mehr schnell genug. Und das ist ja die Gefahr jetzt eigentlich. Dass das Ding dann so in der Welt ist, dass es sich längst verselbstständigt hat. Die werden, also das, was man heute noch an Artefakten hat, die sowas, wo man jetzt merkt, daran erkennt man es, Hände sind immer so ein bisschen komisch, Anzahl Finger stimmt gerne mal nicht, eine Kette endet irgendwo, ne? Aber das wird natürlich alles sofort weg sein. Ja, das wird in weniger Zeit einfach nicht mehr in der Form existieren. Und wenn wir es in jedem Einzelfall abschließen können, wird aber natürlich bei der Masse die Zeit einfach zu viel oder der Aufwand zu viel. Das heißt, wir werden uns damit anfreunden müssen, leider als Gesellschaft, dass das so ist. Und wir müssen auf eine Medienkompetenz hinarbeiten, die in dieser Welt noch zurechtkommt. Da sind wir natürlich ziemlich schlecht aufgestellt. Aber ich sehe nicht eine technische Lösung dafür. Ich sehe eine riesige Herausforderung. Wenn ich ehrlich sein soll, im Einzelfall ist sie immer lösbar. In der Masse kann das halt echt schlimm werden. Wenn so etwas wie jetzt so ein Ibiza-Video, dass so etwas gefälscht werden könnte, auch in der Menge, das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Aber das wäre natürlich durchaus auch denkbar, ne? dass derartige Dinge mit diesen Materialien auch dann konstruiert werden, ja, dass jemand das Geld und die Zeit sich nimmt. Zumal der Papst in der, ich glaube, Balenciaga-Jacke war es, glaube ich, soweit ich das gelesen habe. Das war ja nicht ein Spezialist wie Sie, nach dem, was ich weiß, sondern es war ein Bauarbeiter aus Chicago oder so, wenn ich richtig informiert bin, der das einfach zum Spaß gemacht hat. Und das ist ja auch lustig, das zu machen. Nur wenn der das kann und dafür gar nicht mal ein Experte wie Sie notwendig ist, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was jemand wie Sie dann leisten könnte. Technologie steht ja, also das ist ja eigentlich gerade noch der interessante Teil, diese Technologie steht ja der Allgemeinheit zur Verfügung. Wenn wir jetzt diese Bilder fälschen möchten oder diese Bilder generieren möchten, man kann ja auch unglaublich viel Spaß mit haben. Wenn man das, kann man runterladen, einige dieser Modelle kann man online benutzen von irgendwelchen Anbietern. Diese Funktionen stehen erstmal jetzt allen zur Verfügung. Und ich vermute, das ist irgendwie, ich weiß leider nicht genau, was das, mit welcher KI das von dem Papst gemacht wurde, aber ich glaube, das war Midjourney oder so, das ist ein Chat, da kann man reingehen und sagen, mach das mal das und das Bild in dem und dem Stil. Vlade, Sie wollten. Ja, also ich finde es ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Natürlich haben diese Fälscher einen Unterstützer. Und das ist die Dynamik, in der wir mittlerweile leben, in der Medienwelt. Das ist diese Geschwindigkeit, glaube ich, wo man sehr schwer hinterherkommt. Und ich fand es auch ganz interessant, als der Kollege gerade in New York gesagt hat, gesunder Menschenverstand. Ja. Ich meine, das ist etwas, das Bauchgefühl oder wie auch immer man das nennt, damit fahren wir oft gut, manchmal eben auch nicht. Und die Technologie wird eben dafür sorgen, dass das auch schneller. Das ist eine schöne Schlagzeile. Künstliche Intelligenz trifft auf gesunden Menschenverstand. Genau. Aber ich glaube, Johannes hat ja recht. Also, ja, aber mit der Einschränkung, wenn du nicht wirklich informiert bist, kannst du das gar nicht bewerten. Genau. Das ist der Punkt. Der Punkt ist, wenn du als Journalist dann irgendwann an dem Punkt bist, dass du nur noch über Plausibilitäten und Kausalitäten dich der Wahrheit oder der Realität näherst. Könnte es sein, könnte es nicht sein. Dann ist es sehr schwierig. Und ich meine, auch gesunder Menschenverstand hat in unserer Branche oder in den Medien auch schon für ganz schlimme Dinge gesorgt. Ich sage nur Hitler-Tagebücher. Ja, und das, was wir da sehen, sind quasi die Hitler-Tagebücher mehrdimensional. Und es hat ja auch da was mit zu tun, ob ich das glauben will, was ich da sehe. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also wer sind eigentlich die Rezipienten von diesen, von diesen Bildern? Es wird immer schwieriger. Und es wird in der dynamischen Welt, glaube ich, dann auch immer was hängen bleiben. Es wird immer Leute geben, die sagen, naja, vielleicht war das ja doch so. Und gesunder Menschenverstand, Interviews, sogenannte Deepfakes. Franziska Giffey, also die regierende Bürgermeisterin von Berlin, hat gedacht, sie spricht mit dem Bürgermeister von Kiew, mit Vitali Klitschko. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Wir hören mal kurz rein, was sie dazu sagt.
ist ein Mittel der modernen Kriegsführung, das eben durch solche Deepfake-Gespräche, die ja auch mit anderen europäischen Bürgermeistern geführt worden sind, eben das Vertrauen in unsere Partner, das Vertrauen, dass die Unterstützer in die ukrainischen Partner haben, erschüttert werden soll. Wir wissen, dass mit dem gleichen auch Aussehen in Madrid und Wien Gespräche geführt worden sind. Wir haben auch gehört, dass das in Barcelona auch der Fall gewesen sein soll. Es ist so, dass wirklich sie nicht unterscheiden können, selbst Profis können das nicht unterscheiden, ob sie mit der echten Person sprechen oder eben mit einem Fake. Ich habe ja in hoher Auflösung das Gesicht von Vitali Klitschko gesehen. Die Lippenbewegungen waren 1:1 so, als würde ich mit ihnen sprechen. Auch Gestik und Mimik waren da und haben dem entsprochen. Er hat ja Russisch gesprochen, ich verstehe Russisch auch. Das muss man sich mal vorstellen. Aber der Mann kann Deutsch. Eine ausgeschlafene Frau wie Franziska Giffey glaubt, sie spricht mit Vitali Klitschko. Ja, also vielleicht das Erste, wo man sich mal fragen soll. Er kann ja eigentlich Deutsch, warum spricht er? Der Mann kann Deutsch. Also, der spricht deutlich, auch wenn er mit uns redet, redet er Russisch und lässt sich übersetzen. Darauf, deswegen sage ich, eine ausgeschlafene Frau, die weiß, dass Vitali Klitschko lieber in Russisch spricht und fällt dann voll drauf rein. Also ich glaube, sagen wir es mal so, das war sicherlich nicht der beste Deepfake, den die Welt bisher gesehen hat. Und es hat auf jeden Fall gereicht, um eine aufgeweckte Frau für Sie hinter sich zu führen. Klar, ist ein Risiko. Ich mache mir eher Gedanken darüber, auf welcher Ebene unsere politischen Akteure in Videokonferenzen geraten, weil die sich ja offensichtlich halt irgendwie davon überzeugen lassen, mit irgendjemandem in eine Videokonferenz zu gehen, der dann ein Video vorspielen sollte. Ja? Also das wäre so die naheliegende erste Prüfung gewesen, die hier auch nicht stattgefunden hat. Johannes Hanno hat das dringende Bedürfnis, dazu was zu sagen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also wie kann man denn bitte schön als Bürgermeisterin von Berlin nicht mal anrufen und fragen, wenn ich von Klitschko einen Anruf bekomme, dann frage ich mich doch erstmal, warum ruft er mich an, kann das sein? Und dann werde ich einen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fragen, ruf doch bitte mal in Kiew an, warum der mit mir reden will. Also diese Prüfung vorab, sondern einfach nur gleich da anscheinend auf ein Zoom-Video oder was immer das war, einzusteigen und ein Interview mit irgendjemandem zu machen, das müsste doch mittlerweile klar sein. Da haben wir viel zu viele Pranks schon gesehen. Hier in den USA ist das ja auch öfter mal vorgekommen. Also wir wissen doch, dass sowas passiert. Also da gehört einfach auch Sorgfaltspflicht dazu, um solche Sachen zu vermeiden. Nochmal, ich kenne die Abläufe nicht. Wissen Sie da mehr, Herr Knobbel, wie das in Berlin jetzt im Speziellen gelaufen ist? Ich glaube tatsächlich, dass ein paar Sicherheitsschranken nicht beachtet wurden. Okay. Ich meine, man merkt ja auch an der Antwort von Frau Giffey, dass sie sich in Kollektivschuld gleich begibt, weil viele andere auch darauf reingefallen sind. Ich finde auch, dass solche Sachen, die werden ja dann auch relativ schnell aufgeklärt. Ich habe eigentlich mehr Sorge von den kleineren, diffizilen Sachen. Also wenn zum Beispiel Fotos dezent bearbeitet werden, dass Politikerinnen und Politiker plötzlich total fertig aussehen, weil sie bearbeitet wurden und man nicht gleich auf die Idee kommt, das zu überprüfen, ob das ein echtes Foto ist oder nicht. Und da können Sie subtil Botschaften senden. Annalena Baerbock ist völlig überarbeitet und überfordert von ihrem Job. Das zeigt dieses Bild. Diese Gags, das ist ja wie Telefonstreich. Diese uralte Geschichte, was Lüge angeht. Ne? Also wo verstecke ich eine Lüge? Am besten in 99% Wahrheit. Genau. So, also eine Kleinigkeit zu verändern, aber dann doch einen Effekt zu erzielen. Ich meine, wir reden jetzt darüber, da hätte man irgendwie den Termin anders anbahnen können aus dem Büro von Frau Giffey. Der Punkt ist, es funktioniert ja offenbar. Richtig. Und das muss eigentlich ja erschrecken, dass das geht und dass es besser werden wird, da glaube ich, gibt es keinen Zweifel dran. Also, dass die Technik besser werden wird und dass dahinter eine Intention steht, die keine gute ist, das muss man ja auch erstmal anerkennen. Also, das wurde zwar als ein Prank, also eine lustige Geschichte von zwei russischen Comedians irgendwie verkauft, aber man kann sich schon fragen, steckt dahinter nicht mehr und in welchem Auftrag haben die das denn gemacht? Beispielsweise, Jordan Peterson ist auch in den USA ein Begriff, kanadischer Psychologe, emeritierter Professor, sehr kantiger, markanter Typ, mit dem man sich, glaube ich, wunderbar über vieles streiten kann, der aber auch als sogenannter Deepfake nachdenkt über Annalena Baerbock. Bitte schön. Es gibt diesen klassischen Begriff von Kakistokratie. Das bedeutet, dass eine Regierung von den Schlechtesten geführt wird, den am wenigsten Qualifizierten. Keine andere Nation auf der Welt ist ein besseres Beispiel dafür als die aktuelle deutsche Regierung.
Haben Sie die öffentlichen Reden von Außenministerin Annalena Baerbock gesehen? Es ist eine Farce, eine absolute Peinlichkeit. Diese Frau ringt damit, die einfachsten Worte nicht zu vermasseln. Sie spricht die Namen von Personen und Hauptstädten falsch aus, sogar ihren eigenen. Sie nannte die Ukraine Kokain. Um Himmels Willen. Und sie bat Wladimir Putin, eine 360-Grad-Wende zu machen, also im Prinzip da zu bleiben, wo er ist. Befreit uns von dieser Verleugnung grundlegender menschlicher Fähigkeiten. Das ist lächerlich. Also, kennst du diesen Fake? Das ist so nie gesprochen worden von Jordan Peterson. Ist dir das bekannt? Mir? Nein. Ja, ja. Die Frage ist, wenn man Jordan Peterson kennt, ist gut wenn getroffen. Man ne, die Stimme, Linus Neumann, ist auch inhaltlich ist täuschend ganz gut getroffen. Echt. Und ehrlich gesagt auch inhaltlich, genau. Das ist ein klassischer Gedankengang eigentlich von Jordan Peterson. Ja. Der hat das aber nie gesagt. Was mir auffällt, ist, wir sitzen hier in einer Runde von Menschen, denen irgendwie an der Wahrheit gelegen ist. Ja? Wir haben aber gerade viel darüber gesprochen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, denen es gar nicht vielleicht unbedingt an der Wahrheit gelegen ist. Das heißt, wenn wir doch schon in einer Welt, in der Donald Trump irgendwie Schweigegeldzahlungen bringen kann, mit 34 Anklagepunkten vor Gerichte geht und Menschen schon daran nicht mehr glauben, haben wir doch potenziell schon eine vielleicht viel schlimmere Krise, als dass jetzt noch es einfacher wird, falsche Beweise zu liefern. Also ich mache mir wirklich größere Sorgen darüber, was das mit einer Gesellschaft macht, die auf einmal glauben kann, was sie will, und der es auch einfach gemacht wird, zu glauben, was man will, und auch alles, was man sieht, nicht zu glauben. Mhm. Und Menschen, die bewusst in Alternativrealitäten leben wollen. Ja, also ja, sich alles die Welt einfach anders erklären. Ja. Und das ist, also das denke ich, ist hier, würde das auf eine gesunde Gesellschaft stoßen, dieses Phänomen? Dann würde ich mir nicht so große Sorgen machen. Ja. Ja. Aber wir haben ja schon, ohne dass Videos gut gefälscht werden können, eine Gesellschaft, die sich in unterschiedliche Realitäten begibt und politische Akteure, die das auch gezielt vorantreiben. Ich muss gerade ehrlich gesagt an unser Gespräch denken, Herr Flade. Vor einiger Zeit waren Sie hier bei uns und haben uns nach der Sendung genau darüber unterhalten. Das war auch der Grund, warum wir Sie noch mal heute in die Sendung geholt haben, zu genau diesem Thema. Da sagten Sie, den meisten ist nicht klar, dass es hier nicht nur darum geht, ein paar falsche Informationen zu verbreiten. Und es geht auch nicht um ein paar Spinner und um ein paar Echokammern, in denen diese Spinner sich irgendwie treffen, sondern Sie sagten damals so sinngemäß, und das ist mir so hängen geblieben, wir reden hier über eine neue Art von Religion. Ja, das hat was von Glauben. Bewusst das Glauben zu wollen und sich dann zu informieren und sich die Welt so zu erklären. Und ich glaube, da rutscht ein Teil der Gesellschaft ab, in den USA, aber auch bei uns. Das ist jetzt nicht besonders groß, aber wer weiß. Aber so groß, dass man es nicht vernachlässigen kann. Absolut. Und ich glaube, dass uns als Gesellschaft im Moment noch ein bisschen die Instrumente dafür fehlen, dagegen zu steuern. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass eben Diskurse über ganz wichtige Dinge irgendwo anders stattfinden und nicht mehr da, wo sie stattfinden sollen. Auch eine Tabuisierung vielleicht von gewissen Themen. Und dann wandern Leute ab in diese Echokammern. Und da profitieren Leute wie Trump und andere davon. Und ich meine, Fox News, wir haben es gerade gesehen, Fox News versucht da noch zu fischen. Die versuchen noch, diese Leute irgendwie zu halten und damit Geld zu verdienen. Aber das ist eine sehr, sehr brisante Entwicklung, weil da geht es letztendlich ja auch darum, wie wir eine Gesellschaft organisieren und ob wir noch an so Dinge wie Demokratie glauben. Richtig. Also im Grunde die alte These, wo die Ideologie, da das Geschäftsmodell nicht weit. Johannes Hanno möchte sich dazu noch mal einbringen. Johannes, bitte. Ja, genau. Ich würde gerne noch eine Ebene in die Diskussion mit einbringen, denn der Punkt ist, dass es gab einen ehemaligen KGB-Offizier, der nach Amerika übergelaufen ist in den 70er Jahren, und der hat davon gesprochen, dass es das Ziel sei, der Kommunisten in Russland, der Sowjetunion, hier im Westen die Menschen zu desillusionieren. Und wie macht man das am besten? Indem man nur noch Lügen verbreitet. Und David Frum, ein konservativer Intellektueller hier, hat gesagt, der moderne autoritäre Führer, der braucht nicht mehr mit Gewalt zu herrschen, sondern der führt durch Desillusion. Das heißt, die Leute glauben an gar nichts mehr. Flood the room with lies und niemand glaubt mehr irgendwas, und dann kannst du die Menschen kontrollieren. Das heißt, das Ganze hat auch eine sehr schwere, aus meiner Sicht, politische Ebene, der wir Demokratien uns stellen müssen. Das ist ein Angriff auf unser Wertesystem, das von Mächten geführt wird, die unser Wertesystem ablehnen. Und wir sehen, dass hier in den USA die massiven Angriffe auf die Wahlen aus China, aus Russland, die sind ein großes Thema. Das ist eine politische Waffe auch.
Es geht um die Frage, wer überprüft die Wahrheit. Und dieser Mechanismus, den Johannes gerade beschreibt, der ist ja korrekt beschrieben. Ich glaube, Yuval Noah Harari schreibt in den Lektionen für das 21. Jahrhundert, der Zensor der Vergangenheit hat die Leute doof gehalten, indem er sie von Informationen abgeschnitten hat. Der Zensor des 21. Jahrhunderts macht es genau andersrum. Der müllt sie zu, bis sie irgendwann nicht mehr wissen, wo oben und unten und links und rechts ist. Und ich stehe gerade unter dem Eindruck einer Reise nach Moldawien und auch nach Odessa am Wochenende, wo mir die Leute sagten, sehr interessant, dieser Krieg in der Ukraine ist wahnsinnig gefährlich und das ist für uns angsteinflößend und furchteinflößend, aber noch viel gefährlicher ist die russische Propaganda. Und was mich so entsetzt hat, war, dass bis ins letzte Detail hinein dieselben, die gleichen Argumente kamen, wie sie hier auch kommen, von Menschen, die dann zu erklären versuchen, warum der arme Putin provoziert worden ist, warum der gar keine andere Wahl hatte, als diesen Krieg vom Zaun zu brechen, bis ins letzte kleinteilige Argument hinein. Und ich bin mir sicher, auch in den USA, wenn man Leute fragen würde, erzählen die genau die gleiche Geschichte. Das heißt, das ist eine weltumspannende Geschichte. Und die Frage, wie kriegen wir das in den Griff? Florian sagt, wir müssten eigentlich Maschinen haben, Software haben, die sofort feststellen kann, ist dieses Foto beispielsweise, ist dieses Video, ist es echt oder nicht echt? Aber ja, was heißt das? Da ist man ja dann ja, da bist du bei George Orwell 1984. Genau, das Totalüberwachung. Also wer entscheidet sozusagen über die Wahrheit? Die Frage, ob man ein Wahrheitsministerium möchte oder eine Behörde oder nicht. Eine gruselige Vorstellung. Ja. Ich glaube, das will ernsthaft eigentlich niemand mit gesundem Menschenverstand. Und die Frage, wenn man solche Mechanismen entwickelt, also solche Filter, die schnell erkennen, dass ein Bild falsch ist oder ein Video, ist ja auch immer noch die Frage, wo setze ich denn da an? Also wer soll diese Dinge denn einsetzen? Also sollen wir als Medien das tun? Sollen das soziale Netzwerke implementieren, damit solche Dinge gar nicht erst hochgeladen werden. Aber vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück. Ich glaube, was wir total verkannt haben und im Blick auf die Ukraine merkt man das natürlich, in der Sowjetunion und die sowjetischen Geheimdienste haben das zu einer Kunstform stilisiert. Genau. Die beherrschen das seit Jahrzehnten in einer Detailtiefe und einer Vehemenz. Ganze Abteilungen zu destabilisieren. Das kriegst du Sollbruchstellen in anderen Gesellschaften zu erkennen, das zu verstärken. Man hat das ja auch gesehen, die Black Lives Matter-Bewegung wurde versucht zu unterwandern bei der Präsidentschaft in den Wahlen in den USA. Das war etwas, da haben russische Dienste agiert und die machen das in den Anrainerstaaten ganz vehement. Und dieses Mudding the Water hat man das im Kalten Krieg oft genannt, dieses Wasser trüb machen, sodass du gar nicht mehr weißt, so viele Lügen erzählen, so viele Dinge, dass du gar nicht mehr weißt, was die Realität ist. Und am Ende zweifelst du das ganze System an. Oder auch, ob eine Wahl richtig und ehrlich und sauber stattgefunden hat oder eben nicht. In den USA ist ja das Erschreckende, dass das übernommen wurde, und zwar vom Präsidenten. Also die Frage, wer ist eigentlich der, wo sind die Einflussagenten Moskaus? Und sich dann die Frage zu stellen, sitzt der vielleicht im Weißen Haus? Und sind diese Mechanismen nicht da übernommen worden aus einem autoritären System heraus, was zur Bevölkerungskontrolle auch mal geschaffen wurde, der eigenen und dann natürlich Destabilisierung der anderen? Mhm. Das ist wirklich sehr erschreckend, dass das mittlerweile dort sozusagen genuin auch in den USA produziert wird. Vor allem ist es ja nicht so, dass es ein neues Phänomen ist. Ich meine, das kennen wir jetzt schon wirklich seit vielen Jahren, dass russische Propaganda als Beispiel so funktioniert. Mhm. Und was ich erschreckend finde, ist, dass unsere Reaktion, klar, wir sind eine Demokratie, die braucht auch ein bisschen länger, das finde ich auch gut. Also ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass wir sozusagen auch autoritär ganz schnell Gegenmaßnahmen installieren müssen, aber es dauert natürlich schon sehr lange. Also die Überlegung, wie reagieren wir auf Hacker, wie reagieren wir auf Desinformation, das geht bis runter in die Frage, wie lernen wir das auch unseren Kindern, mit Desinformation umzugehen. Ich glaube, in Finnland ist das Teil des Schulprogramms, bei uns natürlich noch nicht. Also diese Wahrnehmung, da findet etwas statt, schon seit vielen Jahren, was mit massiver Beeinflussung, Manipulation, mit Hacking und so zu tun hat. Und darauf müssen wir als wehrhafte Demokratie auch wirklich hart reagieren. Diese Erkenntnis setzt sich wirklich sehr, sehr langsam durch. Und das ist das Problem. Bevor wir gleich nochmal zu Johannes gehen, Florian Flade, Herr Neumann sagte gerade Wahrheitsministerium, so als Gedanke, ohne das jetzt ernsthaft zu wollen, weil ihm auch klar ist, was das bedeuten kann. Sie sagen auf gar keinen Fall und technologisch auch schwierig. Warum? Die Frage wäre, wo müssten wir anfangen? Ja, fangen wir bei den Tweets an?
Ja, dann müsste jeder Tweet kontrolliert werden. Mhm. Wird vom Aufwand her Wahnsinn. Und es müsste einfach, diese Filter müssten ja auf alles gehen. Die müssten auf jedes Bild, was irgendjemand twittert, dann halt ansetzen. Das technisch zu lösen, wäre, glaube ich, wirklich der endgültige Kind mit dem Bade auskippen Move. Weil was wir ja haben, ist eine Gesellschaft, die in eine Angst getrieben wird, in eine Unsicherheit getrieben werden soll. Und in dieser Angst und dieser Unsicherheit und dieser Verwirrung sehnt man sich dann nach der starken Person, zum Beispiel Donald Trump. Jetzt würde ich auch übrigens davon, wäre ich vorsichtig zu sagen, das ist jetzt so ein Angriff von Russland oder China, sondern der jetzt irgendwie blockgeprägt ist oder so, weil Donald Trump, wie ja gerade schon gesagt wurde, surft diese Schiene ja auch sehr gut. Das heißt, das ist ein... Meisterlich, ja. Und das ist bisher noch, also 34 Anklagepunkte, ich glaube, geheimer Agent des Auslands ist noch nicht mit dabei, kommt irgendwann noch. Aber wir werden, wenn wir auch diesen Wertekanon, mit dem wir uns ja gerade wieder rühmen, gerade wenn wir hier schön in Deutschland sitzen und über die Ukraine sprechen und über Russland, wenn wir diesen Wertekanon in 10 Jahren noch verteidigen wollen, dann müssen die Menschen den leben können. Und da stimme ich genau mit zu, dann müssen die Menschen lernen, mit dieser neuen Herausforderung umzugehen. Es wird nicht funktionieren, die zu bevormunden. Leider nicht. Oder zum Glück nicht. Oder vielleicht funktioniert es auch, aber dann müssen wir unsere demokratischen Werte aufgeben. Wir offenbaren gerade eine Angriffsfläche, die wir uns selber eingebrockt haben. Richtig. Weil wir bis vor kurzem noch in der Schule die Maßgabe hatten, die Existenz des Internets vor den Kindern so lange wie möglich geheim zu halten. und das irgendwie, ja, es wird doch niemandem der Umgang damit beigebracht. Mhm. Wir finden uns plötzlich in dieser Welt wieder. Das war vor wenigen Monaten, gab es das nicht so. Vor wenigen Monaten gab es, was weiß ich, wo die Leute sich da angeguckt haben. Ja? Aber, und jetzt kommt auf einmal, kommen diese Dinge, diese Technologie ist auf einmal in der Welt und wir stehen hier mit einer Gesellschaft, die in keiner Weise darauf vorbereitet wurde. Ich meine, das ist das sträfliche Versäumnis. Ja, und ohne jetzt über Wahrheitsministerien zu reden, es wird ja versucht, dagegen zu arbeiten, auch von entscheidender und wichtiger Stelle. Mhm. Also bei der EU gibt es diese Stelle, die russische Desinformation versucht zu entlarven. Die Frage ist, wie viele Menschen diese Webseite kennen und irgendwie da draufklicken. Und wenn es dann doch in ihrem Facebook- oder Twitter-Feed erscheint, wie sie eigentlich damit umgehen. Aber es gibt ein ganz praktisches Beispiel. Zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine tauchte ein Video auf aus Nordrhein-Westfalen, in dem eine Frau behauptet hat, da sei ein junger Russe totgeprügelt worden. In Nordrhein-Westfalen. Da hat die Polizei extrem schnell reagiert und gesagt, ein solches Tötungsdelikt ist dort nicht bekannt und damit sollte offenbar diese russophobe Stimmung angeheizt werden. Das war schnell, das war gut, man hat das versucht zu entlarven, man ist da schnell hinterher. Ich frage mich, was machen wir eigentlich? Ja. Und davor muss man, glaube ich, echt Angst haben bis zum gewissen Grad. Und das wird auch kommen. Was ist, wenn es dazu noch ein Video gäbe, was das irgendwie zeigt? Also eine Fälschung, die das nochmal untermauert. Richtig. Und dann kommen wir auf eine Ebene, ganz lokale Ebene, wo eine Frau das behauptet, bei mir in der Kleinstadt ist das passiert. Und ich sag mal so, Herr Klitschko kann das noch relativ schnell ausräumen, dass er das war. Aber was mache ich denn bei solchen Straftaten, die dann so wirken und die sich dann verbreiten? Und da liegt, glaube ich, ein immenses Risiko. Oder wenn jemand wie Selenskyj plötzlich die Kapitulation ankündigt, auch das hat stattgefunden. Wir hören einmal kurz rein. Auch das eine Aussage, ein Video, eine Situation, die es so nie gegeben hat. Und jetzt muss ich eine weitere schwere Entscheidung treffen. Ich muss mich von euch verabschieden. Und ich rate euch, die Waffen niederzulegen und zu euren Familien zurückzukehren. Dieser Krieg ist es nicht wert, in ihm zu sterben. Ich rate euch zu leben. Ich werde dasselbe tun. Ich meine, ich muss es ja gar nicht selber gesehen haben. Es ist ja noch viel wirkmächtiger, wenn mir jemand wie Florian Flade erzählt, das gibt es, und ich erzähle es dann schlicht und ergreifend weiter. Oder ich höre nur die Stimme, ähnlich wie bei Jordan Peterson vorhin. Das Video ist relativ schlecht. Wir haben gerade gehört, in 2, 3, 4, 5 Jahren wird es so perfekt sein, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Aber die Stimmen sind heute schon so gut. Also, dass das nicht Jordan Peterson ist, hätte ich nicht gehört, ehrlich gesagt. Johannes Hanau will sich die ganze Zeit einbringen. Wir haben noch nie
eine offene Diskussion über den Umweg New York geführt. Macht mir große Freude, muss ich sagen. Und so munter das auch zu tun, das ist ein großer Spaß. Johannes, deine Antwort gleich auf das, was du sagen wolltest. Und vor allen Dingen auch die Frage nochmal Elon Musk, der ja sehr viel investiert, glaube ich, auch in Startups, künstliche Intelligenz und so weiter. Und der schon vor Jahren immer wieder sagte, wir müssen da aufpassen, dass wir uns nicht etwas ans Bein binden, was wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Ja, es gibt ja auch Bücher, die sagen, künstliche Intelligenz sei unsere letzte menschliche Entwicklung gewesen. Die wird uns überholen. Ja, das ist eine wichtige Diskussion. Aber ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, auf die Punkte, wer glaubt denn eigentlich noch irgendetwas? Man kann das hier in den USA ganz genau sehen, woran das liegt. Hier in New York zum Beispiel, wo die Menschen überdurchschnittlich gut gebildet sind, funktioniert Desinformation so gut wie gar nicht. Es gibt natürlich hier und da mal irgendetwas. Aber im Grunde genommen ist Bildung das ganz zentrale Element. Und man sieht das, dass es vor allen Dingen in den sogenannten Flyover States, in den Rural Communities, in den ländlichen Gemeinden, eine ganz einfache, also dort verfangen diese Lügen ganz einfach. Und das hängt ganz klar mit Bildung zusammen, ob ich in der Lage bin, mich zu informieren, und zwar nicht nur aus einer Quelle zu informieren, ob ich in der Lage bin, kritisch zu denken. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen. Ich glaube nicht, dass wir Leute mit Verboten kommen können, dass wir sie bevormunden dürfen, sondern wir müssen Leute zu selbstbewussten Individuen verhelfen, also dass sie selbstbewusst Entscheidungen treffen können. Das ist, glaube ich, das A und O. Kommt wieder der gesunde Menschenverstand ins Spiel. Überzeugt dir das? Weil ich erlebe im Alltag, dass auch Menschen, die ich für überdurchschnittlich schlau und begabt halte, dass auch die mir mit Informationen kommen. Ich denke, okay, wenn der das glaubt, dann haben wir ein Problem. Erleben Sie auch so? Passiert. Ja, erleben Sie auch so? Ja, also das passiert. Gewisse Dinge verfestigen sich. Dieser Spruch, irgendwas bleibt immer hängen, das stimmt schon zu gewissen Teilen. Wenn man sich das Video von Zelensky anguckt, muss man natürlich auch sagen, wenn es gerichtet war an die Ukrainer, dann hat das nicht funktioniert, weil dieses Land extrem viel Erfahrung damit hat. Und ich habe letztes Jahr mal den Spruch gehört, in der Ukraine weiß man das natürlich, die können denken wie die Sowjets und kämpfen wie die NATO. Und das macht sie natürlich irgendwie erfolgreich. Und deswegen sind sie auch resilienter als Gesellschaft. Das Baltikum übrigens auch, die beschäftigen sich lange damit. Mhm. Und diese Länder werden bombardiert. Vergewaltigungen, alles mögliche. Genau die Geschichte, die Sie gerade aus NRW erzählt haben, die gibt es da einmal im Monat. Und die werden bombardiert mit russischer Desinformation und Propaganda. Und die wissen, dass ihr Präsident nicht sagt, er gibt jetzt auf oder so. Ja? Also das geht noch auf der Ebene. Wie gesagt, wir machen eher diese kleineren Geschichten Sorge, die man dann vielleicht nicht mehr so schnell entlarven kann, weil die Person nicht so prominent ist und sich zu Wort melden kann. Die Menschheit muss jetzt lernen, mit dem Verlust gesicherter Wahrheiten zu leben. Interessanter Satz. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Ja? Also ich fände es ja auch schön, also es ist auch ein naheliegender Gedanke zu sagen, hier ist eine Technologie, die schafft uns ein Problem. Kann nicht die gleiche Technologie das Problem auch wieder lösen? Ja? Also können wir nicht, wenn wir KIs sagen können, fälschen Bild, können wir nicht KIs trainieren, gefälschte Bilder zu erkennen, Problem gelöst. Ja? Aber ich glaube, wir haben hier es am Ende eher mit einem gesellschaftlichen Phänomen als mit einem technischen zu tun. Und ich glaube, dass wir mit diesen Unsicherheiten leben müssen, was gerade auch gesagt wurde, selbstbewusste, mündige Individuen. Auf diesem Modell, auf diesem Menschenbild und diesem Modell baut unser System auf, unser Gesellschaftssystem. Und ich fürchte, das haben wir zu lange wirklich gerade auch in Deutschland nicht gepflegt. Wir haben es einfach nicht gepflegt. Dass wir in einem x-gliedrigen Bildungssystem Leuten sagen, ja, pass auf, du brauchst gar keinen Politikunterricht. Ja, oder solche Dinge. Das ist ganz, ganz fürchterlich, dass dieses Bildungssystem nicht darauf ausgerichtet ist, Menschen zu mündigen Menschen zu machen. Und wenn man dann irgendwann, dann findet man sich auf einmal wieder und sagt, oh, jetzt ist das Problem zu groß, versuchen wir es jetzt mal irgendwie zentral zu regeln. Ja? Und das wird, also brauche ich ja nicht lange zu erzählen, was passiert, wenn diese Systeme dann in die Hände der falschen Leute geraten. Ja. Und dann haben wir das, also solche Kontrollmöglichkeiten dürfen wir nicht schaffen. Also bleibt uns nur die Flucht in die Resilienz.